Einen wunderschönen guten Tag aus 486 Hückelhofen und ich sitze im neuen Audi RS7 C8. Eine absolute, Moment mal eben, oh, so, eine absolute Kampfmaschine, Waffe. Also diese Autos sind serienmäßig schon heftig und dieses Auto ist jetzt noch Serie. 600 PS, 800 Newtonmeter, Herstellerangabe 0-100, 3,6, das werden wir heute noch rausfinden. Und wir werden ein paar Sachen im Auto machen. Es wird nämlich geben, Motorsoftware wird optimiert, Getriebesoftware wird optimiert, der Autopartikelfilter fliegt raus und es kommt ein Tieferlegungsmodul, damit das Auto noch fetter aussieht. Original 22 Zoll drauf, das ist heftig. Ich bin noch nie einen C8 gefahren, also weder RS7 noch RS8. Und ist für mich so mein erstes Mal jetzt. Wir werden 0-100 fahren, wir werden 100-200 fahren. Als erstes, was mir auffällt hier ist, ich bin im Dynamikmodus, aber es gibt so einen schönen RS-Knopf hier und den drücke ich jetzt mal. RS. Aha, RS1. RS2. Ah! ESC Sport. Das brauchen wir. Eigentlich brauchen wir es gar nicht. Eigentlich können wir es auch ausmachen. Aha, gedrückt haben. Ja, ESC off. Das brauchen wir nämlich nicht. Und Handbremse. Auto holt. So, und was mir aufgefallen ist, die Autos sind so groß. Diese Autos sind so riesig heutzutage. Ne? Also es ist schon echt, wenn da jetzt ein alter, also man, weiß ich nicht, ein alter A6 neben steht, da denkst du, das Ding ist ein Kinderspielzeug. Ne? Das ist, kann man gar nicht vergleichen. Ich bin gespannt. Was mir auch gerade aufgefallen ist übrigens, die Drehzahl im Stand. Park. Ja, 3.500. Mehr als 3.500 kann man im Stand nicht drehen. Das werden wir natürlich versuchen wegzumachen. Also nochmal, das erste Mal, dass ich so ein Auto hier habe. Das heißt, es ist ein bisschen Entwicklungsarbeit gefragt, was wir jetzt hier machen werden. Die drehst du am Stand auf, müsste normalerweise gehen. Klappen, Dynamikmodus komplett öffnen, ein bisschen Schublubbern. Sollte auch gehen. Geht ja auch beim RS4 B9 und RS5 B9 geht das auch. Das wird dann wahrscheinlich auch dann hier gehen. Ich muss es mir nur wieder mit Fleißarbeit halt raussuchen. Ne? Und klangtechnisch. Zahm, ne? Das ist zahm, ist klar, OPF und dann die ganz neuen Richtlinien, dass die Autos so leise sein müssen und. Dementsprechend, klar, ist das Auto halt ein bisschen leise. Man hört schon noch, dass da ein V8 drin ist, aber er ist so ein bisschen zugeschnürt und ich denke, mit dem OPF-Delete wird das um einiges besser funktionieren. Ja, so. Selber ein Audi und habe echt lange gebraucht, bis ich damit klargekommen bin mit der ganzen Anzeigen hier. Ja, generell Interieur ist natürlich geil. Der Sitz ist der gleiche wie in meinem RS4 und ansonsten, das ist alles modern hier. Tacho, ich bin jetzt in dem RS-Modus, das Tacho ist halt geil und alles mit Touchscreen. Du denkst, du sitzt im Flugzeug hier, ne? Aber ich bin ja kein Autotester und möchte jetzt hier über das Interieur reden, wie hochwertig das Ganze ist, sondern eigentlich, wie schnell die Bude hier geht. Und das steht nämlich erst im Fokus. Die Strecke ist ein klein wenig nass, das könnte 0-100 ein Problem geben. Ob es das wird, weiß ich nicht. 100, 200 mit 600 PS, 800 Newtonmeter. Wir werden natürlich näher am Leistungsprüfstand gehen, gucken, was das Auto wirklich macht. Ich gehe mal davon aus, Faustformel, das Auto wird wahrscheinlich gute 2 Tonnen wiegen. Irgendwas um die 9,5 Sekunden, würde ich jetzt mal schätzen. Ja, 9,5. Jetzt haben wir natürlich gutes Wetter, 11,5 Grad, 102 Oktan sind drin, Tank ist voll. Ja, also auf jeden Fall unter 10. Das würde auf jeden Fall schaffen. Man darf nie vergessen, die Autos sind schwer. Ne? Die Autos sind schwer. Und Leistungsgewicht ist das, wo viele Leute gar nicht dran denken. Oh, der hat aber mehr PS oder der hat weniger PS. Aber die Autos wiegen, so ein Auto wiegt 2 Tonnen. Permanenter Allradantrieb. Ja, Leute, um das nach vorne zu schieben, braucht man halt Bums. Ne? Ich habe ja letztens rausgefunden, dass ich die Draghi einfach laufen lasse, der alle Fahrten aufnimmt. Das ist natürlich geil. Somit haben wir jetzt im nächsten Mal alle Draghi-Fahrten mit drin. Aufnahme werde ich jetzt gleich starten. Versuchen dann direkt mal, wir werden 300, 400 Fahrten machen. Ich werde das Auto selber schalten lassen im Sportmodus. ESC ist aus, dass wir da ja nicht irgendwas regeln oder gemaßregelt werden. Das wollen wir nämlich nicht. Und dann schauen wir mal. 100, 200. Also ich tippe so um die 9,5. Ich bin gespannt. Und 0-100 ist, Angabe ist 3,6. Das ist natürlich schon eine Ansage, ob der hier wirklich machen wird, Real World. Das ist eine Sache, ich habe immer oft Diskussionen, nicht Diskussionen, aber Unterhaltung mit Leuten auf Instagram, auf Facebook, sagen, wo ich sage, ja, weiß ich, das Auto fährt so und so mit Draghi gemessen. Sagt, ja, das fährt doch schon so und so schnell Serie.
Ja, hast du gemessen mit Draghi? Nö, ist Herstellerangabe. Ja, genau. Nach Herstellerangabe kannst du halt einfach oftmals nicht gehen. Manchmal ist die schlechter, manchmal ist die besser. Dann starten wir das Ganze mal hier. Zack. So. Laufen wir? Wir laufen. Laufen wir? Hoppa, das wollen wir nicht. So, Moment. Jetzt ist hier was passiert. Ich muss eben stehen bleiben. Ja, klar. So, da bin ich wieder. Ist das Ding abgefallen, hat der Telefon geklingelt, da muss ich eben stehen bleiben. Aber jetzt können wir weitermachen. Also, was man auf jeden Fall beim Auto merkt, ist, wenn du losfährst, du merkst, das Auto ist schon schwer. Ne? Es hat ein großes Auto. Es ist jetzt hier nicht ein Sportwagen. Ne? Aber das sollte auch das Gefühl gar nicht sein. Oh, der bollert doch ein bisschen nach, ich kann. Ne? Ja, ein bisschen. Ne? Das sollte aber auch das gar nicht die Impression geben, dass es ein Sportwagen ist. Man merkt aber diese Hinterachslenkung. Ne? Das merkt man schon. Sieht nur ein bisschen kacke aus, finde ich, aber man merkt es halt. Ne? 60. Ja, das schiebt schon, ne? Das schiebt schon gut davor, nimmt er auf. Ja, nimmt er auf, okay. Ja, werden wir gleich mal probieren. Ich kann euch die Werte dann jetzt nicht sagen, ihr müsst einfach dranbleiben. Beziehungsweise, ne, ihr seht es ja dann gleich. Ich kann auch nur die korrigierten Werte jetzt nicht sagen. Aber weil ich erstmal stehen bleiben muss, ich sehe das halt gerade nicht. Guck mal, wann ich hier gleich erkennen kann und dann sage ich euch das auch. Ne? Ich würde sagen, wir fahren auch wieder aus dem dritten Gang, will er rausfahren, passt, okay. Gleich, wenn gerade Strecke ist. Und dann fahren wir direkt mal erste 100-200 Messung. Ja, gucken, was passiert. Okay, haben wir Gott sei Dank keinen so großen. So, der da vorne muss noch eben von der linken Spur runter mit 60. Wenn es halt irgendwie möglich ist, ne? Weil das auch ein gutes Indiz für Leistung ist. Ich habe gesagt, ich bin viel mit dem Roger, dicken Gruß an dich Roger, in Kontakt auch, der die Leistung rechnet. Und oftmals ist das halt ein bisschen besser, wenn man da 252 fährt. Ich würde aber gerne noch eine machen. So, nee, lassen wir mal vorbeifahren jetzt. Diesmal. Und fahren noch eine 102 jetzt hier raus. Wir können das Ganze korrigieren, ne? Später sowieso machen wir sowieso alles unkorrigierte, bin ich bei euch mittlerweile, das hat keinen Sinn. Ne? Also draggy und korrigiert, das ist die Wahrheit. Ne? Und los. 100. Scheiße, auch geil, ne? Das marschiert schon gut. 200. Aber es wird so sein, wie ich das gesagt habe von der Zeit her. Oh! Also ich kann hier schon mal eine 8. Ich hab's ja sowieso gerade gesehen. Aber wir gucken jetzt nachher mal. Also das ist schnell. Wenn das stimmt, also wenn das jetzt nicht krass bergab war, ist das wirklich schnell. Ich werde das gleich mal kurz stehen und können wir gleich mal gucken. Aber Sound, ne? Man hört, ja, das ist ein V8, aber Sound. Sound ist dann einfach, ich finde, es klingt auch ein klein wenig synthetisch. Ah, ist dann jetzt nicht ganz so geil, ne? Muss man wirklich dazu sagen. Aber wo? Denkt dran, ne? Ist Winter, kalt. Unsere Zipper gibt es im Online-Shop. Blenden wir hier ein. Und wir haben jetzt auch mittlerweile tatsächlich auch outgesourced, bin ich ganz ehrlich. Wir haben es einfach nicht geschafft, selber die ganzen Sachen rauszuschicken. Macht jetzt eine Firma für uns, Bestellung kommt. Geht alles automatisch. Also auch die Lieferzeiten sind jetzt auch wirklich noch niedriger oder kürzer geworden, auch für euch. Ne? Das ist schön, schön neues. Und dieses neue Skull-T-Shirt haben wir auch, ne? Mit hinten groß SMN drauf, sieht ganz geil aus. So, ich werde jetzt gleich nochmal 100-200 fahren und dann mal 0-100. Da bin ich mal gespannt, ob der 3.6 wirklich schafft. Ja, die Strecke sag ich schon. Die Straße ist ein klein wenig, ja, hier ist es wieder trocken, ne? Du, Quattro regelt. Das wird schon passen.
das wird schon passen. So, Ampel ist grün und jetzt ist wieder rot. Also, ich melde mich gleich wieder, wenn ich dann wieder auf der Autobahn bin. Bis gleich. So, geht weiter. Geht weiter. Also. Ich kann jetzt hier gerade tatsächlich noch keine 250er, 200, 250 mehr sehen, aber wir waren bei über 270. Wie falsch gehen denn die Tachos, bitteschön? Also das ist schon ein bisschen, naja, hatte ich ja letztens bei dem Aventador auch, ne? Einfach, der ja, hat er einfach nicht gemacht. Da haben wir einfach noch zu langsam. So, noch eine 100, 200er. Aber das, hey, das ist krass, die Autos, ich sag mal, wie viel Leistung die heutzutage auch haben, wie schnell die sind, ne? Das war ja früher war es ein klein wenig anders, ne? Quarter mile. So. Nochmal eine 102er, ne? Fahren direkt mal hier rüber. So, und ready. 100. Oh, vierter Gang, 140, 50, 60. 300. Also, nicht schlecht. Vielleicht haben wir jetzt 250 mit drin. So, Herstellerangabe. 0,100, 3,6 Sekunden. Was meint ihr? Werden wir es schaffen in 3,6 Sekunden oder werden wir schneller sein oder so lang? Oder langsamer vielleicht? Also, ich glaube, wir werden langsamer sein. Ich glaube es. Ich will nichts an die Wand malen, aber ich glaube, wir werden langsamer sein. Ich bin immer so ein bisschen paranoid, dass der aufhört zu aufzunehmen. Ne? So. Gucken wir mal weiter. Launch Control bei Audi ist dann ein bisschen anders als bei allen anderen. Da muss man einfach machen. Ne? So. Da steht jetzt einer, weil sich nicht angeguckt hat. So. Da mal kurz stehen. Ne? Und probieren es. Erste 100 auf Zeit. Already. Aktiviert. Oh, hat durchgedreht, ne? Alter. 100. Boah. Krass. Das war schnell. Der hat durchgedreht vorne. Der hat durchgedreht. Ist das krass. Der hat vorne durchgedreht. Vielleicht geht es im Sport besser. Aber im Sport wird der dann runter. Wir probieren noch mal einmal ohne Traktionskontrolle. Gucken, was passiert. So, Launch Control Active. Zumindest zeigt er hier Launch Control Active. Das hat er beim Ding jetzt nicht gemacht, beim RS4. Ready? Ja. Jetzt Active. Der war besser. 60. Ja. 100. Heftig, wie das Ding marschiert. Also es geht 0-100 schon wirklich sehr gut. Da brauchen wir nicht nochmal probieren. Weil eine bessere, das marschiert 0-100, aber ordentlich nach vorne. Wahnsinn. Quarter mile. Boah, das, sag mal, das war nicht schlecht. So, ich denke, wir werden aber jetzt alle Zeiten, die wir so brauchen, drin haben. Ich fahre jetzt zurück in die Firma und dann machen wir einen Soundcheck mit dB-Messung, gucken, wie lauter ist. Und dann gehen wir auf den Prüfstand gucken. Wie viel Leistung hat er denn der kleine RS7 hier? Ja? Und wenn ihr das sehen wollt, müsst ihr dranbleiben. Also, bis gleich. Leute, wir haben ein Problem. Ich versuche nochmal 200, 250 zu fahren, weil ich das aus hatte im Draggy. Ich weiß gar nicht, warum ich das. Oh, jetzt haben wir die Fahrschule vor uns. Also, Fahrschule vor uns, ne? Und wir fahren mit 26 km/h die Autobahnabfahrt runter. Ist das korrekt? Also, so sollte man die Autobahnabfahrt nicht runterfahren. Mit 6 und jetzt haben wir schon 33 km/h. Was macht ihr da, Leute? Naja, gut, okay. So, also,
Ich versuche jetzt immer noch eine 250er Fahrt reinzukriegen, so dass wir auch diesen Wert drin haben. Und dann geht's gleich weiter. Oh mein Gott. Mit 14 km/h durch den Kreisverkehr und rechts abbiegen. Naja, so. Ah, schon geil. Ich finde, Audi RS-Modelle sind immer so ein klein wenig wie ein Speedboot. Da habe ich gerade eben, da kommt uns gerade entgegen und ich sehe, der hat einen Hoodie von uns an. Geil. Das ist natürlich, das, da geht mein Herz auf. Grauer i30N war das übrigens gerade. So, pass auf, ich versuche jetzt nochmal, der wird dann direkt nochmal eine 100-200er Fahrt hier wahrscheinlich reinjagen. 250 muss auch gehen jetzt. Ich habe mich schon gewundert, warum sagt der nicht 250, weißt du? Mann, oh, nervig. 60. Wird ein bisschen schwierig. So. Auf 250 zu kommen, was könnte doch gehen, wenn der da vorne gleich rechts rüberfährt. Nein, der muss einen überholen. Ah, Mann, das ärgert mich manchmal. Ne? So, jetzt das Kompressor probieren. Probieren wir mal. 100. Aber ich habe dich aufgenommen. Also Video habe ich keins gemacht, jetzt mache ich aber trotzdem noch eins für euch. Moment. Zack, läuft er jetzt mit? Ja, läuft mit. So. Also fahren wir nochmal. Ist auch nicht so schlimm. Ich fahre gerne. So, hier ist sowieso ein bisschen besser. So. Quarter mile. So. Jetzt fahren wir direkt. Also 100-200, kommt gleich noch eine fahren, dann direkt 252, da ist eh nichts. So, so ready. 100. Alles klar, so. Das Auto selber schalten, 150, 60, 70, 80, 90, 200. 200. So, 220, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Also, ich habe jetzt hier alles schon mal vorgearbeitet für euch. So, wir sind gefahren. 100, 200, nee, Entschuldigung, hier 100, 200. Schnellste war 8,14 Sekunden mit 0,9% bergab. Ergibt korrigiert 8,36 Sekunden 100, 200. Das ist gut. 200, 250. 8,28 Sekunden und Kerzen gerade. Also brauchen wir nicht korrigieren. Auch schnell. Und jetzt kommt das Interessante. 0,100, 3,73 Sekunden mit 2,54% bergauf. Die 3,49 war nicht valid, die war 7% bergab. Und da kommen wir auf 3,61 Sekunden 0,100. Herstellerangabe ist 3,6. Daumen hoch, Audi. Habt ihr gut gemacht.
Also, jetzt fahre ich rein und jetzt gibt es einen kurzen Soundcheck mit dB-Messung und dann messen wir die Kiste mal. So, meine Freunde, da steht ja der RS7 und ich finde, das Ding sieht geil aus, Mann. Wie geil der aussieht. Alter, hast du eigentlich gesehen, dass das Ding 22 Zoll Werk drauf hat? 22 Zoll Serie. Wenn der Platz da platt ist nachher, sieht der richtig geil aus. So, was werden wir machen? Wir werden eine dB-Messung. Alter, sieht der böse aus von vorne. Ist mir gar nicht so aufgefallen. Brutal. Wir werden dB-Messung machen und gucken, wie laut ist er denn Maximalserie? Wir machen extra hier, ist ja quasi frei, ne? Draußen so ungefähr. So, Moment. So. Warte. Ja, mach mal. Ja, und halt mal bitte. 80 Dezibel. Okay. Ja. 80 Dezibel, was sagst du? Geht lauter, ne? Auf jeden Fall. Aber die Drehzahl muss auf. Ja. Die Drehzahl muss auf. So, wir fahren die Kiste jetzt am Prüfstand. Und geil aussehen tut der. Und dann machen wir jetzt mal eine Eingangsmessung und gucken, was passiert, ne? Genau. Messung ist fertig. 600 PS und 800 Newtonmeter sollen anliegen. Ein bisschen mehr hat er, ne? Hat er. Zeig ich euch. Boah, ey, wie warm es hier drin ist, Alter. Das ist krass, der Motor generiert so viel Hitze. Alter. Das ist heftig. So, wir haben gemessen 632 PS und 812 Newtonmeter. Also doch ein bisschen mehr als die Serie, aber nicht viel mehr. Und ja, jetzt werden wir uns mal in die Arbeit machen, ne? Ein geiles Kfz. Krass, ne? Wahnsinn.